Aurum. Dein Impuls am Sonntag. Jesus öffnet dem Blinden die Augen. Er, der blind war, kann wieder sehen. Was ich sehe in den letzten Tagen und Wochen, ist vor allem eins: Corona. Wenn ich die Zeitung aufschlage, den Fernseher einschalte, wenn ich ins Internet schaue oder auf den verschiedenen sozialen Plattformen unterwegs bin, die weltweite Corona-Krise dominiert die Berichterstattung. Und auch im Kloster, im Gespräch mit meinen Brüdern, beschäftigt uns vor allem die Entwicklung der Corona-Krise und die getroffenen Maßnahmen und wie sie uns betreffen. Ja, es ist wichtig und richtig, dass wir uns mit der Situation auseinandersetzen. Auch das Vorgehen, möglichst zu Hause zu bleiben, soziale Kontakte zu vermeiden, auf Hygiene zu achten, ist jetzt absolut richtig. Wie Jesus dem Blinden die Augen öffnet, so bitte ich ihn, dass er auch meinen Blick weitet. Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht nur auf die Entwicklung der Corona-Krise schaue, sondern auch auf die Menschen, die auch ohne Corona schlimm dran sind. Ich denke zum Beispiel an die Menschen im umkämpften Idlib und an die Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind und jetzt in Lagern an der EU-Außengrenze wie in Lesbos festsitzen. Ich denke an die Entwicklung rechter Gewalt in unserem Land und an die Opfer rechtsextremer Anschläge wie dem von Hanau. Ich denke aber auch an die vielen kleinen Anliegen von Menschen, denen ich mein Gebet versprochen habe. Ich möchte das eine nicht mit dem anderen aufwiegen. Ich möchte dich einladen, in der kommenden Woche jeden Tag ein Gebet zu sprechen für die Menschen, die aus dem Blick geraten. Lass uns gemeinsam beten zu Jesus Christus, dem Licht der Welt. Bruder Christian, Kapuzinerkloster Frankfurt. Aurum, dein Impuls am Sonntag.